So, Ladies and Gentlemen, da sind wir wieder zurück mit unseren ganzen Feldzügen. Direkt aktivierst du dir das Spiel, tausend Nachschubprobleme und irgendwelche Luftüberlegenheiten und hast nicht gesehen. So, was ist denn eigentlich Phase? Wir sind in Afrika immer noch, haben da eine ordentliche Angriffsarmee endlich hingestellt. Die kommt auch ganz gut voran, ohne Verluste. Die macht das auch ganz gut. Das ist der gute Alte hier, der alte Courtney. Courtney, ist das nicht eigentlich ein Frauenname? Egal, Hodges. Hodges nennen wir ihn, weil Courtney ist echt für mich ein Frauenname, aber was soll's. Was ist denn das hier eigentlich? Nur mal so als Frage. Also ich will ja nicht irgendwie drängen oder sowas, aber. Ne, kann man auch mal nach da oder so? Wir könnten nämlich auch überlegen, wenn wir das Gebiet zum Beispiel hier unten hätten, ob wir da nochmal einen Hafen bauen. Also im Süden haben wir halt übelst die Nachschubprobleme, wie ihr schon sehen könnt. Und da läuft vor allem, weil der Hafen halt so kacke ist, ne? 16 Grad mal kommen durch den Hafen an. Dies ist nicht gut. Dies ist nicht so gut. Aber immerhin kommen wir da drüber ein bisschen voran. Ich meine, das ist ja der Witz daran. Ne? Ich habe schon wieder die Leute hingestellt, dass die einfach die Küste bewachen sollen. Und was machen sie? Die bewachen nicht die Küste. Guck mal, die Typen hier, ja? Das sind die hier. Ne? Die sollen, haben eingestellt bekommen, Küste bewachen. What the fuck? Wir werden hier bebombt. Ist das korrekt? Wo steht hier in so eine komische Artilleriestellung? So eine Raketen. Also haben die ja echt irgendwo Raketenbasen hingebaut? Portugal wahrscheinlich, ne? Ja. Die Russen machen das nicht. Portugal war das hundertprozentig. Diese Säcke, du. So, Jungs. Und dann, ne? Gleich mal hier. Gleich mal hier voran. Weiter einnehmen. Und ich überlege halt, welches Gebiet ich hier zum Hafen mache. Ich würde eigentlich gerne das untere lieber machen. So, da kommt Porto da an. Naja. Aber vielleicht, also das wäre auf jeden Fall einfacher. Ja, Porto hat hier nämlich auch Atomreaktoren gebaut. Eieiei, na, siehst du, so sind sie wieder. Oh, da ist jemand. Na dann nicht. Na dann nicht, bevor du hier deine Einheiten verschwendest. So! Dann würde ich sagen, bauen wir hier noch einen Hafen hin. Nach oben. Wohin denn? Hier irgendwo. Hauptsache, das Ding wird produziert. Oh Mann. Oh Mann. So. Wie sieht denn eigentlich die obere Armee aus? Haben die einen Angriffsplan? Die haben doch gar nichts. Oder? Die haben an sich erstmal haben die gar nichts. Aber die müssen ein ganz schön großes Gebiet abdecken. Kommen aber mit Nachschub eigentlich hin in dem Gebiet. Okay, dann würde ich sagen, stehen wir jetzt da erstmal. Und wir müssen uns eigentlich eher darum kümmern hier, Jungs. Das ist nämlich eher der Wichtigere. Was ist mit euch eigentlich? Ihr habt keinen Bock an die Front zu laufen, oder? Ey, man muss ja mal fragen. Mann. So, wir sind. Ne, wo haben wir denn? Ne, wartet. Ich muss wieder eins runterschrauben, weil es einfach zu stark leckt. Okay, ihr seid die. Wo sind denn? Aha. Da sind sie. Cool. So, Jungs, ihr gebt alle Stellungen auf. Und verpisst euch im Grunde genommen wieder zum Hafen. Und zwar schnell, weil ich denke mal auch, dass hier der Nachschub irgendwie, ja, relativ gering ist. Doch, doch. Relativ kacke ist in der Hinsicht, dass wir. Oh, wir können auch hier ein bisschen vorangehen, ne? Also, wollen wir die Armee? Die hier und Angriffslinie ziehen wir auch. Achso, warte, wie immer, nicht geguckt, wie weit das Gebiet ist. Dann ziehen wir sie hier so ein bisschen lang. Was? Wo? Was? Wie? Was wollte ich machen? Was? Wo ist der Bahnhof? Ihr seid es, ne? Genau. Angriffslinie. Und zwar war das jetzt, glaube ich, am Fluss hier. Hallo. Ach man, ihr seid da schon wieder komplett betrunken, Alter. Frontlinie, ganz einfach. Angriffslinie. Ich würde gerne hier anfangen.
Na, und hier so durchzimmern. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Leute, die dieses Gebiet hier halten. Ne? Was sind das eigentlich hier für Kollegen? Was ist denn eure Aufgabe eigentlich? Nur mal so als Frage. Aha. Das raff ich gerade nicht so richtig. Warum die das gleiche abdecken wie dir? Wer seid denn ihr? Ihr, was? Ach, ihr seid hier oben noch mit, oder was? Ihr habt auch 49. Ja, die decken das gleiche Gebiet ab. Ist ja interessant. Aber das müsst ihr ja dann gar nicht. Ne? Und auch hier im Hinterland müsst ihr das überhaupt nicht tun. Ach doch, das müsst ihr machen. Okay. So. Ja, macht überhaupt keinen Sinn, wenn ihr, irgendwie, wenn ihr jetzt fünf Leute an der Front hier hast. So, pass auf, die Typen können wir nehmen. Machen wir leider Gottes auch einen neuen. Ja, General wäre jetzt zu viel verlangt. General machen wir mal nicht. Also, da soll der Typ rein, genau. Der kriegt auch eine schöne, richtig schöne, schule Farbe. Nämlich hier, was weiß ich, hellgrün oder wie man es nennen will. Auch hier brauche ich eigentlich keinen General dafür, genau. So, und die Typen haben voll eine Idee. Diese Gebiete garnisonieren. Das ist deren Plan. So, also, der hier unten sitzt ein bisschen fest. Wir haben auch nicht mal einen Angriffsplan irgendwie aufgestellt. Von daher läuft es auf jeden Fall bei uns. Ich sehe noch nicht durch hier. Was haben wir denn hier für Gebiete eigentlich? Das ist ein Riesengebiet. Das wäre natürlich schon fein, wenn wir das mit einnehmen würden. Weil ich glaube, wir können nämlich noch da jetzt bauen. Ja, das ist nämlich das Problem. Deswegen ist halt die Infrastruktur da relativ kacke, ne? Das geht eigentlich. Okay, also hier würde ich sehr gerne drüber angreifen. Nur sieht mir da die Präsenz vom Gegner relativ hoch aus. Vor allem hier ist die Präsenz sehr, sehr hoch. Okay. Ja, und hier unten greifen die Typen mal wieder an. Das ist immer das Problem. So, und das wäre halt noch so ein Gebiet, was wir einnehmen müssen. Da haben wir die Jungs. Und die Jungs haben eigentlich einen Angriffsplan. Allerdings sind die Leute nicht in Position. Und die Armee ist noch in Vorbereitung. Gut, dann müssen wir halt noch warten. Ich glaube, hier werde ich erstmal ein bisschen warten. Wir werden erstmal versuchen, hier oben voranzugehen. Da müssten wir ja in Position sein. Armee ist noch in Vorbereitung. Wer ist denn da noch in Vorbereitung? Unions. Achso, die gerade noch ein bisschen hoch. Ja, ja. Ein bisschen brauchen sie noch. Ich glaube, die Bürzlicher waren es, ne? Die sowieso zu spät da waren. Das wird ja auch ein relativ. Das wird ja auch wahrscheinlich relativ dicke werden. Ja, Gegner ist gar nicht mehr so krass unterlegen. Komm, Jungs. Vorbereitung muss auch immer mal abgeschlossen sein. Und schon. Hier oben, ne? Ja, 37% von maximal 40. Na, komm. Ein Tag noch. Und? 40. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren, oder? Plan ist riskant. Jo, und überall verlieren wir. Ne, ja, mal gut gehen, ne? So, die Jungs können sich eigentlich auch verpissen. Ist den Hafen? Ah, ich hab's ins falsche Gebiet gebracht. Da war den Hafen. Die Jungs kommen rüber, genau, dass sie hier alles besetzen. Okay, okay, okay. Wow. Also hier habe ich ja gar keine Chance, da irgendwie reinzulaufen. Ist das wegen dem Nachschub? Oh ja. Okay, dann, seid ihr das? Nee. Seid ihr das? Ja. Dann brich mal bitte ab. Ich hab abgebrochen, ne? Ja, ich glaube, das haben die wieder nicht so richtig verstanden. Deswegen, also ich komme nicht klar. Ich mache dann immer alle Befehle löschen. Weil ansonsten funktioniert es meines Erachtens nicht so richtig. Ihr sollt einfach mal nur halten. Bis unser Hafen, den wir ja ausbauen, meines Erachtens. Wäre schön, wenn wir ihn ausbauen würden. Machen wir auch.
Ja, wir können halt die Infrastruktur nicht ausbauen. Also, wir müssen auf jeden Fall den Hafen ausbauen, aber die Infrastruktur ist halt am Arsch. So können wir halt unsere Kampfkraft hier überhaupt nicht einsetzen. Ihr seht selbst die grünen Balken. Geht's weiter, ja. Die grünen Balken, die sind gerade mal bei der Hälfte. Das macht natürlich nicht mehr so richtig Sinn, ne? Da irgendwie anzugreifen. Ja, so. Ihr müsst euch jetzt auch verpissen. Weil ihr nämlich auch ein bisschen Nachschub wegnehmt. Vom hinteren Gebiet wenigstens. Ach so, sag mal, kann das sein, dass das gar nicht der, dass da nicht hier reinzählt? Siehst du, das ist das Problem. Na, dann ist das doch klar, warum es hier nicht funktioniert. Wir müssen hier einen Hafen bauen. Und der Hafen hat auch absolute Priorität. Ja, immerhin in Gabun ist das auch der Hafenarbeit fertig, der komplette Hafen. Eieiei. So, ja, also das ist jedenfalls Afrika, es läuft langsam, geht langsam voran. Dann wollen wir noch die Färöer Inseln platt machen. In 8 Tagen könnten wir loslegen, allerdings glaube ich, sieht das mit der Flotte nicht ganz so einfach aus. Nee. Nee. Jetzt. Ja, also da Raketen. Ah, ja, Raketenabschussbasen oder was? Dürfen wir die jetzt echt hier raufballern oder was? Ja, Luftstützpunkt hat nicht genügend Nachschub. Ja, geil. Auftragseffizient 0%. Das läuft auf jeden Fall. Das war's ja mal wieder komplett. Ne? Das läuft auf jeden Fall. Ne, also komm. Auch nicht. Wir verschießen hier nicht irgendwelche Atomraketen hier von A nach B. Das ist auf jeden Fall nicht unser Mittel hier. Ne? Vor allem die Färöer Inseln, da haust du ja auch die Infrastruktur kaputt. Sowieso alles da irgendwie kaputt. Ne, das machen wir nicht so. Ja, ist natürlich alles hier sehr, sehr ungünstig. Afrika ist halt auch mit der beschissenste, wenn nicht sogar der beschissenste Kontinent, den ihr angreifen könnt. Thema Infrastruktur und Vorankommen und so. Das nervt schon so ein bisschen. Haben wir hier unten Gebiet Minus gemacht? Ich glaube nicht, ne? Aber Plus machen tun wir auch nicht. Das Problem ist, dass wir auch hier nur halten, ne? Und sie haben auch, also ist mittlerweile auch eine ganze Menge Jungs da an der Front. Ich will nicht, ja, danke. Ich will eigentlich nur mich hier ausbreiten. Das war ja das, genau, das war ja das Gebiet im Grunde genommen. Oh, die Deutschen hauen ab. Aha, die wissen, was los ist. So, müsst ihr ja noch planen und im Vorbereiten sein, genau, aber sollte eigentlich zu unserem Vorteil sein. Gucken wir das mal. So, was auch immer diese. Ich glaube, hier sind noch irgendwelche Flotten oder irgendwie sowas. Wenn ich nicht ganz raffe, warum die eigentlich noch da sind. So, wie viel können wir eigentlich bauen? Irgendwie kommt es mir so wenig vor. 260 Bauvorhaben. 15 brauchst du für eine. Das sind 40 weniger. Das sind 17. 17 Gebäude gleichzeitig bauen wir. Da muss doch was gehen, Alter. Das dauert ja trotzdem alles ein bisschen, ne? Also, es sind alles immer nur ein paar Tage an sich. Das muss halt alles irgendwie gebaut werden. Ne? Vor allem geht hier so viel kaputt. Das ist der Wahnsinn eigentlich. Wie sieht es denn aus bei der Widerstandskarte? Haben wir die jetzt an? Ja. Habe ich jetzt gerade nicht, warum wir. What the fuck? Funktioniert die Widerstandskarte nicht mehr? Funktioniert die Ressourcenkarte? Die funktioniert. Haben wir keinen Widerstand irgendwo? Warum ist so viel kaputt gegangen? Die bebomben uns bestimmt ohne Ende, ne? Das kann natürlich irgendwie sein. Na gut, gut, machen wir da mal mit den Inseln weiter. Das ist ja ein bisschen einfacher anscheinend.
Was mit euch eigentlich? Warum seid ihr eigentlich komplett im Arsch? Habt ihr so krassen Verschleiß? Ach du Scheiße! Ja, das ist natürlich wieder mal perfekt gelaufen. Also auch hier muss natürlich der Hafen hoch. Und die Infrastruktur. Uiuiuiuiuiuiuiui. Gebäude haben wir zum Glück genug gebaut. Luftstützpunkt haben wir ja auch nicht, brauchen wir aber auch nicht. Na gut, also das dauert. Das ist halt auch nochmal wichtig. Das dauert halt auch nochmal. Also wenigstens der Hafen. Machen wir es mal so. Ne, wir haben hier irgendwie 874 Fabriken und irgendwie kommst du mir so vor, wenn du halt mal wirklich an mehreren Fronten vorangehen möchtest, kommst du trotzdem mit dem Bauvorhaben nicht hinterher. Und wir sind schon auf Bauindustrie, also kriegen wir da noch ein paar Buffs. Also von daher, also das könnte auch schneller oder besser gehen. Siehst du, hier oben haben wir eigentlich noch Panzer, die können wir dann nach unten bringen. Das können wir machen, können wir neue Armeen einstellen. Ups. So, die bringen wir mal nach unten. Achso, ist unsere Armee denn oben angekommen? Müsste ja eigentlich, ne? Unsere Russland-Armee? Wo ist sie? Da haben wir sie. So, was ist hier das Problem? Die sterben wegen Gesamtverschleiß. Naja, passiert. So, und die entwickeln sich noch so ein bisschen. Ganz ehrlich, im Russland-Feldzug entwickeln die sich auch noch. Glaubt mir. Da passiert auch eine ganze Menge. So, jetzt sollen sie erstmal hier rüber gehen und dann ziehen wir die Panzer ab und dann machen wir das hier. Ich glaube nicht, ich glaube, die 18 hier haben null Chance, aber was soll's. Wird schon. Wird schon. So, wie sieht's hier aus? Mit dem, die Armee ist noch in Vorbereitung, ja, zum Beispiel hier oben. Oh, da fehlt noch auf jeden Fall eine ganze Menge. Aber ich glaube, alleine so viele Opfer wie wir, den Sowjets zufügen. Das läuft schon. Also Gesamtopferzahl sind die bei 7,8 Millionen. Wir sind bei 3 Millionen. Das hat aber auch irgendwie zugenommen, kommt mir so vor. Also klar, logischerweise nimmt das zu, aber ich dachte, also kommt mir so vor, ob es sehr viel zugenommen hat. 3 Millionen, sind bei der Sowjetunion schon gefallen. Und von Portugal nur 300.000, ja. Oh, Spanien noch 1 Million fast. Okay. Na gut, die Alliierten, du, die haben ja richtig auf die Fresse bekommen, ne? Das ist schon hart. Das ist schon hart, Freunde. Das geht schon gar nicht. So, wie sieht's jetzt aus? Immer noch nicht. Was ist eigentlich dein Plan? Dein Plan? Ich weiß doch nicht, was dein Plan ist. Ich glaube, dein Plan ist nur halten. Ich glaube, dein Plan ist wirklich eigentlich im Grunde genommen nur halten. Ich meine, guckt euch mal an, was da alles rumstreucht und fleucht. Und dein Plan? Ach, dein Plan war auch nur halten, weil unser... weil unser Hafen hier noch nicht, beziehungsweise unser Hafen hier noch gebaut werden muss. Und die Infrastruktur halt so scheiße ist. Das ist absolut okay. Wir kriegen hier so ein bisschen auf den Sack von irgendwelchen Schiffen. Ah, weil wir nämlich hier auch keine Lufthoheit haben. Ah, ich verstehe. Na, das ist natürlich ungünstig, wenn wir die Insel hier einnehmen wollen. Und was, wie sieht es hier aus eigentlich? Nicht so geil. Ich glaube, Radaranlagen haben wir hier schon versucht zu bauen, ne? Ah, sollte eigentlich funktionieren. Wie sieht es eigentlich mit hier unten aus, mit den Lufträumen? Na, den Luftraum haben wir, ne? Dem Luftraum haben wir. Ja, hier unten halt nicht, ne? Aber das interessiert eigentlich nicht so wirklich, der untere Luftraum. Die beiden Lufträume haben wir auch. Das sieht auch schon mal gut aus. Also für die fairere Inseln. Damit können wir dann die weitere zwei Lufträume eigentlich einnehmen. Na gut, den brauchen wir nicht. wie sieht es hier eigentlich aus? Ist das unser Flughafen? Ich glaube nicht, ne? Jugoslawien, Südafrika? Nein, das ist nicht unser Luftraum. Oder unser Flughafen. Ja, und im Endeffekt hier haben wir auch alle Lufträume. Untere halt noch nicht. Na gut, wenn wir hier rein wollen, dann wäre es hier unten gar nicht so schlecht. Können wir das von hier aus machen? Wenn du jetzt hier mal
zum Beispiel ein paar Bomber nimmst. Würde gehen. Wie ist mit den Jägern? Oh, da waren nicht mal so viele. Ich glaube, wir verlieren auch gerade relativ viele Jäger. So, dann haben wir uns mal den nächsten Luftraum. Ah, hier, also hier geht nichts, weil wir hier wieder mit Nachschubprobleme haben. Oben fahren wir gerade hin und müssen dann, wenn sie kommen, müssen wir auf jeden Fall austauschen, weil dann würden die nämlich auch Nachschubprobleme haben, oder? Naja, 18 von 63, alles gut. Alles gut. Wie viel brauchen wir denn hier drüben eigentlich? Das ist auch mal eine Frage. Zum Beispiel hier oben. Wie viel brauchen wir hier? 38, ist mehr als ein Hafen. Hafen macht 30 maximal. Ich meine, die haben auch Probleme, aber... Das ist schon Wahnsinn. Naja. So, wir gehen jetzt bei den Russland hier oben erstmal voran. Die nächste Front aufbauen. Irgendeine wird schon mal durchbrechen, so ungefähr. Ja, wir können auch vor allem weitere Armeen irgendwo hinschicken. Ich frage mich nur gerade, wohin. Na, hier unten können wir es ja halt ohne Armee quasi einnehmen. Ja, im Moment heißt es einfach nur, und ja, überall, wo wir an der Front sind, den Nachschub halt in den Griff zu kriegen. Das ist eigentlich relativ dämlich. Das Problem hatten wir damals ja schon mal. Und das hat sich anscheinend irgendwie nicht wirklich gelöst. Sonst, ja, müssen auf die obere Region dann. Bevor die jetzt gleich wieder abhauen, ne? Ihr seid das. Ja, eigentlich ist die Angriffslinie ganz einfach. So, und wenn die reinmarschieren und genug Organisation haben, dann können wir mit ihnen rauslaufen. Wozu gehört ihr eigentlich noch? Ah, ihr seid die Typen hier noch. Okay. Sehr, Mann, weiter geht's. Dann müssen wir doch ein bisschen schneller machen, auch wenn es ein bisschen leckt dann oder so, aber ist halt leider dann so. So, ihr haut auf jeden Fall ab. Ja, auch euer Kommandant wird aus dieser Einheit rausgehen. Verschwindet quasi von der Weltkarte. Und könnt mal übersetzen. So, jetzt haben wir mal eine Armee am Start hier. Vom Nachschub her. Boah. Gut, die sind noch da. Wenn die sich jetzt verpissen. Ja, Nachschub von 25. Und das meine ich halt. Das ist halt okay. Ja? Also eine dieser tollen Armeen, also dieser normalen Angriffsarmeen, die verbraucht doch mal 25. Das heißt, es reicht, wenn ihr einen Hafen habt. Ein Hafen bringt euch 30. Da braucht ihr keine Infrastruktur im Land. Das Problem ist, dass es in Afrika noch nicht mal Häfen gibt. Ja, das ist eigentlich das Schlimmere noch. Dass die nicht mal das hinkriegen. Wie sieht es bei euch jetzt langsam eigentlich aus? Armee immer noch in Vorbereitung? Achso, weil ich da keinen Angriffsplan drin habe. Das macht natürlich Sinn. Wie sieht es hier mit dem Nachschub aus? Ach, wie sieht es mit dem Nachschub aus, ne? Immer noch katastrophal schlecht. Im Grunde genommen. Ich stelle schon mal einen Angriffsplan ein. Achso, warte. Der war... Wie war das Gebiet? Der war hier oben rum, ja. Okay. Ich vergesse mal, wo die sind, ey. Meine Herren. So, Angriffslinie ist eine relativ einfache. Eigentlich so. Ne, ihr macht das schon. Was mit euch eigentlich? Ihr seid ja langsam jetzt fertig hier, ne? Ach komm. Ja, sollte übelstes Plus sein. Jetzt sind wir aber bei Schätzerplan von 17%. Guck mal vor, ob hier oben wieder ein paar abgezogen sind, ein paar Einheiten. Sind die da unten gezogen oder was? Ja, unten ist auf jeden Fall der absolute Hammer. Ne?
Gucken wir den jetzt erstmal hier oben weiter voran. Vielleicht können wir sie hier irgendwie abschneiden. Aber ich meine, sie kriegen ja trotzdem natürlich Nachschub über die Häfen und so, ne? Das ist jetzt nicht ihr Ding, aber sie kommen halt, neue Truppen müssten halt auch übers Wasser. Wenn wir natürlich dann vielleicht hier irgendwie ans Meer rankommen und die Meere kontrollieren, da wird es vielleicht ein bisschen schwerer für die. Aber ansonsten, tun wir da eigentlich nicht so viel machen. Dass diese Insel uns nicht gehört, das ist ein bisschen interessant. Hat die. Alter, eine Küstenbefestigung von 6, ist denn ernst? Okay. Achso, sag mal, wir haben doch hier eigentlich mal die uns. Das war natürlich auch die Idee, dass ihr was einnimmt. Ich glaube. Oh, sorry. Ich glaube, dieses Meer bewache ich nicht, ne? Wie es stockt, Freunde. Ich muss leider doch nochmal ein bisschen. Oh. Bisschen nach unten machen. Aber wir können das Meer kontrollieren, wenn wir das wollen. Also im Moment stockt das so sehr. Das ist ja Wahnsinn. Liegt übrigens nicht am Rechner, ne? Der ist. Also was heißt liegt nicht am Rechner, aber der ist arschkalt. Jetzt finde ich meine Flotte nicht mehr, ne? Jetzt wurde die mir sozusagen abgewählt. Das ist ja Wahnsinn. Gut, dann. Nehmen wir euch. Geht nicht? Wir wissen über die Region zu wenig. Deswegen fahren wir ja rein. Was verdienen die jetzt von mir? Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, Jungs, es stockt! Oh, hier oben können wir auf jeden Fall schön einnehmen noch. Geh mal da rein, mein Luder. Also wie gesagt, die erste obere Armee, die da war, die macht das wirklich fantastisch. Ja? Die kommt genau so voran, wie ich es haben möchte. Die da einfach durch. Ah, das nächste Gebiet ist eigentlich auch relativ geil. Du kommst halt genau hier so ran. Kannst hier schon mal dann irgendwie Defensiveinheiten oder so hinstellen. Ja, wir müssen natürlich erstmal von hier unten dann auch vertreiben und so, ne? Das ist klar. Problem ist, du hast dann jetzt hier Regionen, wo du keinen Hafen mehr hast. Ja, und die haben halt auch nur drei Infrastruktur. Oh, das tut natürlich dann weh. Das ist natürlich dann nicht so geil. Das ist eigentlich das gleiche auch mit gleiche Prinzip auch mit dem Ding hier. Ist gar nicht, warum wir hier irgendwie ansatzweise noch was haben. Keine Ahnung. Na, werden wir schon hinkriegen. So, wir kontrollieren ja die Meere, das heißt, wir werden jetzt doch nochmal hier eine Seeinvasionsbefehl haben. Hier auf die kleine Insel. Soll da an sich kein Problem sein. So, euer Seeinvasionsbefehl. Ach, ihr habt die Färöer, ihr habt die Insel eingenommen. Na, siehst du, so einfach ist das. Ah! Du weißt mal nicht, hat er es gemerkt, hat er sich es gemerkt, hat er sich es nicht gemerkt. So, was haben wir eigentlich für ein Gebäude drauf gebaut? Eine Zivilfabrik, natürlich. So, das Ding auch noch. Und Luftstützpunkt, brauchen wir hier einen? Oh ja. Das ist mit das Wichtigste. So, dann. Im Grunde genommen könnt ihr abhauen. Und wer auch immer. Hierfür zuständig ist, sollte das bitte, bitte, bitte machen. So, und damit sind wir eigentlich schon in der Nähe von Großbritannien angekommen. Wenn wir mal ehrlich sind. Und da wäre das wäre natürlich der Wahnsinn, ne? Also erstmal hast du hier, na gut, Infrastruktur ist immer auch scheiße aufgebaut. Ach, wohl, hier geht's langsam. Ne? Also auf jeden Fall alles besser. Hier, alles 10er, Freunde. Also das ist dann natürlich glorreich für eine Armee, ne? Die kannst du einfach voran. Vor allem haben die auch ordentlich Gebäude. Ich glaube, um London. Wo ist denn London, die Region? Ja, hier 24 von 25 Gebäuden freigeschaltet und. Also das ist ja auch wirtschaftlich eine klasse Lage.
Natürlich, wenn man halt mit Europa anfängt, also mit irgendeinem Land in Europa anfängt, macht es natürlich mehr Sinn als jetzt mit Amerika. Da haben wir eigentlich von der Wirtschaft, da ist eigentlich unsere Wirtschaft nicht so schlecht. Natürlich kann es immer noch besser sein. Also besser auf jeden Fall als hier Volkhemmet, also im Endeffekt Norwegen und Schweden anzugreifen, weil da sieht es dann wieder. Oh, geht eigentlich. Also von der Infrastruktur geht es her. Ne, auch von den Gebäuden her, jetzt bis auf die Hauptregion hier. Ansonsten ist das halt übelst mau da. Da kriegt es nicht viel. Basis-Kriegsunterstützung kriegen wir übrigens. Nummer 2%. Das sind doch nur. Das ist okay. Easy. So, wir können mal wieder einen Bauplatz hier freischalten auf Hawaii. Dass wir immer mal wieder ein bisschen Macht dazu bekommen. Aber eigentlich brauchen wir das auch jetzt nicht unbedingt. So, wie sieht es denn hier aus? Mit der Armee hier? Die darf so langsam. Die darf so langsam, mein Luder. Die sind nämlich jetzt auch mit voller Organisation dabei. Das funktioniert auf jeden Fall. So, wer bist du nochmal gewesen? Ihr seid die, genau. Ihr seid ja auch abgeschlossen. Ihr habt einen Plan, der 0% riskant ist. Das wird hier eine Materialschlacht. 24 gegen 22 Einheiten. Auf diesem Boden, kann man sagen. Das ist natürlich gar nichts. Also hier ist der Gegner anscheinend relativ unterlegen. Dann werden wir da nochmal eine hübsche Angriffslinie einstellen, oder? Ja, ich kann es auch so machen. Das wäre mein Angriffsplan. Viel Spaß beim Umsetzen, mein Duda. Ne? Oder hat er jetzt schon den Angriffsplan gehabt? Der hatte den schon. Na komm, dann geh mal voran. Dass wir die mal so ein bisschen mehr unter Druck setzen. Und im Grunde genommen. Genau, seid ihr ja schon wieder fertig mit eurem Angriffsplan, deswegen ziehen wir mal wieder die nächste Frontlinie. Ich glaube, wir müssen deren Angriffsplan einfach mal ein bisschen, ja, weiter entsinnen. Ich überlege gerade, wo wir uns hier am besten. Ich würde mich eigentlich nur hier hinstellen, ne? Ich würde hier gar nicht groß was machen. Achso, bei der Angriffslinie wollte ich nochmal gucken, wie viel gehört nochmal zu dem Land? Also bis hier so ran, ja. Okay. Also hier so, ne? Genau, dass wir erstmal die Region einnehmen, weil danach, wie gesagt, wird es halt wieder kritisch mit Nachschub. Die Frage ist halt, ja, wir können jetzt langsam hier die Infrastruktur nämlich ausbauen. Das ist doch mal Musik in meinen Ohren. Das ist doch mal, nein, so schlecht. Quasi. So, ansonsten, alles Weitere machen wir dann in der nächsten Folge. Der Angriff sieht hier doch nicht so gut aus. Obwohl, wir sind hier wenigstens reingekommen. Das war's schon, das ist schon mal gut. Ja, und, ja, gut. Das wird noch ein bisschen härter werden hier, aber wie gesagt, das ist jetzt Afrika. Da hält jetzt auch alles, was in Europa noch ansatzweise zu Kommentaren gehört, hält jetzt hier auch dagegen. Da bin ich mal gespannt. Vor allem durch diese ganzen Bunkersysteme hier, ob wir da einfach durchkommen. Eieiei, na gut, bis denne!